Nehmen wir uns zurück. Nehmen wir ein Stück Wasser. Und genießen die Pokémon Präsenz. Das ist so, oder? Nintendo. Pokémon Musik. Ah ja, das mit den Trading Cards, das ist auch ein Thema. Da muss ich jetzt hier schon das erste Mal stoppen. Das Trading Card Game, das habe ich noch nicht verstanden, warum jetzt alle Leute diese Booster Packs sammeln und sieht das mit dem ganzen Getausche und ist, ich habe jetzt die Karte kostet das Regenbogen Glurak oder das Regenbogen Pikachu kostet 10.000 Euro und so, ach Leute, kommt mir nicht damit. Die Trading Cards sind super. Hattest du nie eine Kindheit auf dem Schulhof? Doch, ich habe selber tonnenweise Pokémon-Karten bei mir noch bei meinen Eltern zu stehen, aber die habe ich damals gespielt, habe ich glaube ich auch nie wirklich damit. Ab und zu mal ein bisschen, aber habe immer noch Delta Specials Mewtwo und mehrere Team Rocket Karten hier. Aber was ich meine, ist, dass das mit dem, versteht mich nicht falsch, also Pokémon-Karten habe ich selbst als Kind mal gesammelt. Was ich nicht verstehe, ist dieses ganze Wertgemache darum, da gibt es doch jetzt diese YouTuber, die dann immer Pack-Openings machen und dann heißt das Glurak ist irgendwie eine halbe Milliarde wert oder so, keine Ahnung, wie das ist jetzt ist. Das ist 500.000, halbe Million wert, 500.000 Euro wert und da kennst du jetzt, da werden jetzt erwachsene Leute zum Pokémon-Kartensammler. Das ist jetzt, weil sie das als Wertanlage nehmen oder so, das verstehe ich nicht, warum das jetzt auf einmal diesen Trend hat. Das ist das Ding, was ich nicht verstehe. Ist einfach Geld. Ich mache es aus Spaß, mehr nicht. Ich mache da gar nicht mit. Ich hab auch einen Stapel Pokémon-Karten bei meinen Eltern im Schrank, denke ich. Ich könnte auch mal reingucken und gucken, ob da was wert dabei ist. Wahrscheinlich nicht mehr. Logan Paul sei Dank. Die sind wahrscheinlich schon so abgenutzt, dass sie selbst wenn da irgendwie ein heftiges Glurak mit darunter wäre, dann ist das nichts mehr wert. Das ist, weil ich das 50, 500 Mal gespielt habe in der Kindheit und das ist dann halt, und angeschaut habe mit dreckigen Händen mit auf dem Klo gehabt. What the fuck? Keine Ahnung. Ich glaube, ich muss mal gerade den Titel und die Kategorie ändern. Das wäre, glaube ich, keine schlechte Idee, bevor wir hier weitermachen. Ich sehe jetzt erst, dass das Fat Pikachu keine Nase hat. Aha. Pikachu hatte noch nie eine Nase. Oder? Doch, hier. Pikachu hat eine Nase. Aber das Fat Pikachu nicht. Okay, machen wir weiter. Kurze Unterbrechung. Ach, jetzt gibt's diese Tamagotchis. Nee, das ist jetzt. Ach, das ist ein Rückblende auf alles, was es früher gab. Schön. 25 Jahre Pokémon oder wie das hieß. Ah, deshalb heißt es auch Pokémon 25. Die vereint 25 Jahre Pokémon. Oder was? Das waren diese Schrittzähler. Die feiern 25 Jahre Pokémon, deswegen ist das jetzt Jubiläum und deshalb zeigen sie nochmal in der Direct, in Pokémon Präsenz hier nochmal, was die letzten Jahre passiert ist. Alles klar. Bis 1999. Gold und Silber. Ja, die Geschichte von Pokémon mit all dem Schrott, den es da zwischendurch noch gab. Ja, mit all dem Mist dazwischen drin.
Ja, die Kabel links hier. Linke Kabel ist so rum. Ja, die React-Tour ist jetzt eigentlich auch gar keinen so Spaß mehr, weil ich weiß schon, was das Highlight hier wird. Hab's vorhin schon auf Twitter gesehen. Ich kenn's schon. Deshalb wird mein Erstaunen jetzt nicht mehr so groß sein. Vielleicht kommt noch was anderes, was mich noch erstaunt. Hier gibt's noch andere überraschende Sachen. Mystery Dungeon, das war toll, da gab es ja jetzt Mystery Dungeon DX noch eigentlich. Hast du eigentlich Colosseum oder XD zu Gamescom-Zeiten gespielt? Nee, also mein erstes Pokémon-Spiel war ja, klingt komisch, aber mein erstes Pokémon-Spiel war ja Pokémon Diamant. Das ist die vierte Generation, mit der bin ich eingestiegen. Ich hätte theoretisch auch schon wahrscheinlich XD und Colosseum und sowas vorher spielen können. Ich hätte wahrscheinlich dritte Generation schon miterleben können. Ich wurde halt anders aufgezogen von meinen Eltern. Ich habe dann damals noch draußen gespielt. Meine erste Konsole habe ich mit, ich glaube, da war ich schon fast erwachsen, als ich bei mir auch habe, aber beide nachgeholt, Emulation sei Dank. Als ich meine erste Konsole gespielt habe, war ich wie alt? 16 oder 17, Kindheit kann man da wirklich fast nicht mehr dazu sagen. Ja, also das meiste habe ich verpasst, weil ich habe damals draußen gespielt. Kennt ihr nicht mehr, also es ist für die Kinder, die jetzt, also das später, wenn ich das auf YouTube veröffentliche, für euch, das ist dieses draußen, das ist, wenn man vor die Tür rausgeht, das ist, wenn man mal nicht am PC oder an der Konsole sitzt. Ich weiß, das kennt ihr nicht, aber das war ich damals, da war ich früher häufiger. Heute eher weniger, also heute sitze ich mehr drin, aber früher war ich öfters in diesem komischen RL, diesem merkwürdigen Ding, was ich draußen nannte. Ich weiß, merkwürdig das. Ja, das ist so ein 2006, das ist, ich hab's dann wahrscheinlich erst. Mein 3DS habe ich 2014 bekommen, das weiß ich noch genau. Wie alt war ich 2014? Da war ich wohl noch ein bisschen jünger. Da habe ich die Daten jetzt falsch gesagt. 2014 habe ich mein 3DS bekommen. Dann habe ich Diamant doch wohl schon früher bekommen. Guck mal, Diamant. Auf jeden Fall war ich nicht mehr so jung. Auf jeden Fall war ich nicht mehr das. Wann habe ich denn, wann, guck mal, 2006, ich habe es nicht zu Release bekommen. Wann kam es 2006 raus? Dann habe ich das, sagen wir 2008, sagen wir mal realistisch 2008, mit angefangen, Pokémon zu spielen. Ja. Umso mehr freut mich das jetzt, was ihr noch sehen werdet gleich. Ich sag gleich nochmal was dazu. Umso mehr freue ich mich darauf. Dein Diamant war wahrscheinlich so 2008 bei dir. Da dürftest du so 11, 12 gewesen sein. Ja. Ist trotzdem schon vergleichsweise. Wenn ich 11, wenn ich 13 war, dann ist trotzdem. Ja. Gibt Leute, die ihr erstes Pokémon-Spiel jetzt schon mit, heutzutage, mit 6, 7 oder sogar mit 5. 4 schon anfangen. Es ist trotzdem relativ spät. Ja, das habe ich auch nicht. Es ist. Ja, Pokémon Schwarz und Weiß, das habe ich dann. Da kann ich was zu sagen. Pokémon Schwarz und Weiß. Ich habe die Spiele ja immer nicht zu Release bekommen. Ich habe die mir zum Geburtstag dann gewünscht von meinen Eltern. Und da gab es einen Mitschüler in meiner Klasse, der hatte stinkreiche Eltern. Der hatte reiche Eltern. Das war so einer von denen.
Bückeback 1 und 2 erwarte ich, by the way, auch von dir. Dann kannst du gern erwarten. Da gab es den einen Schüler in der Klasse mit den reichen Eltern, der hat das sofort bei Release bekommen, hat dann in der Schule immer damit angegeben. Der hatte dann schon ab Release schon Pokémon Schwarz und Weiß. Das war das neueste Spiel. Wir haben alle dabei zugeschaut, wie er das gespielt hat. Pokémon Schwarz und Weiß. Und das war halt in der 5., 6. Klasse war das, muss das irgendwo gewesen sein. Oder in der 7. schon. Irgendwo in dem Dreh. Wir waren alle so neidisch drauf, dass der da schon spielen konnte. Haben wir es selber gespielt und fanden es nicht toll. Ja, Pokémon Schwarz und Weiß war nicht die beste Generation, muss man so sagen. Es war nicht das Tröste. Aber es war natürlich toll, weil man selbst, man wollte es selbst haben. Das ist halt der reiche Schüler, der hat schon Apolis bekommen und Schwarz und Weiß war so gut, total unterschätzt. Finde ich nicht. Ich habe selbst gespielt. Ich habe sogar. Ja. Definitiv. Definitiv einer der schwächeren Generationen. Definitiv. Schwarz und Weiß 2. Das ist was anderes. Schwarz und Weiß 2 waren gute Spiele. Die waren wirklich. Die fand ich großartig. Aber Schwarz und Weiß. Also Schwarz und Weiß 1. Naja. Ja, X und Y haben wir ja 2013, das war ja dann auch. Habe ich glaube ich auch erst später bekommen. Das fing dann erst ab. Pokémon, ich glaube erst, aber die ersten Spiele, die ich wirklich aktiv, das war glaube ich erst Pokémon 7. Generation, Pokémon Sonne und Mond. Das waren so erst die Spiele, die ich wirklich dann zu Release gekauft habe und wirklich dann mit dem Hype mitgeschwommen bin. Pokémon X und Y habe ich glaube ich nicht 2013. Das habe ich dann auch erst später bekommen. Das waren dann immer noch Pokémon, das waren nur noch die Geburtstagsedition, die man sich zum Geburtstag und Weihnachten gewünscht hat. Zu Weihnachten eher, weil es dann immer so ein Weihnachtsgeschäft rauskam und das habe ich mir zu Weihnachten gewünscht. Also Pokémon Mystery Dungeon. Pokémon X und Y kam 2013 raus. 2014 habe ich den 3DS bekommen. Mit Tomodachi Life dann drauf. Das erste Spiel auf dem 3DS war Tomodachi Life, das weiß ich noch. Das heißt, Pokémon X und Y kann dann auch frühestens. Ich glaube, Weihnachten 2015 muss das irgendwo gewesen sein. Also wenn ich 2014 Tomodachi Life für den 3DS, das war später dann. Das war nicht, das war, was war, da habe ich noch einige Spiele vorher bekommen. Also 2015, 2016 habe ich das Let's Play zu Pokémon Sonne gemacht. Da kam direkt zu Lies auf meinem Kanal 2016. Mein erstes Pokémon Let's Play war Pokémon Y. Am 27. Februar hatte ich Pokémon Y schon, das ist nachweislich so. 27. Februar mein erstes Let's Play mit Pokémon Y. Wann kommt eigentlich Pokémon Ranger 1, 2 und 3? Die sind super billig und du hast einen 3DS. Nicht jetzt. Nicht heute. Bestimmt auch nicht dieses Jahr. Pokémon Go, das habe ich absolut gar nicht. Was haben die jetzt? Haben die gerade einen Sprung von 2013 Pokémon X und Y zu Pokémon Go gemacht? Okay, ist ja auch schon alt. Das ist ja auch schon. Pokémon Go ist ja auch schon älter.
Ja, Pokémon Go, den Trend habe ich gar nicht mitgemacht. Den habe ich bis heute nicht installiert, Pokémon Go. Das gab es bei mir nie. Da bin ich komplett dran vorbei. Gar nicht. Ja, Pokémon Sonne und Mond, wie gesagt, das ist die erste Edition, die ich so wirklich richtig. Auch dann für meinen Kanal 2016 dann. Ich glaube, ich habe es erst 2017 gespielt, aber dann zunächst gekauft, privat gespielt und dann später auf dem Kanal nochmal Display gemacht. Das habe ich dann, das war dann schon YouTube. Da habe ich dann für YouTube Pokémon Sonne und Mond gespielt. Das war so das erste richtige Pokémon Y habe ich damit, das war mein erstes Let's Play. Ihr wisst Bescheid. Pokémon Go kam fucking 2014, 2015 raus. Das ist auch schon älter. Pokémon Sonne kam 2016 raus. Das müsst ihr euch mal vorstellen. 2016. Ist auch jetzt schon 5 Jahre her, bald. Ist jetzt schon 5 Jahre, Pokémon Sonne. Siebte Generation ist fast 5 Jahre her. Das ist ein altes Spiel. Pokémon Sonne und Mond sind alte Spiele. Das ist schon. Wir werden alt, Modi. Wir werden alt. Wir werden halt ja, für dich als Body. Let's Play Pikachu kam, Pokémon, also Let's Go Pikachu kam 2017 raus. Let's Go Pikachu. Body, Let's Go Pikachu 2017, das ist 4 Jahre her. Jetzt 2021 ist ja schon, ist jetzt fast 4 Jahre alt. Let's Go Pikachu. Oder 2018, dann ist es 3 Jahre alt. Das ist auch schon ein älteres Spiel. Let's go. Let's fucking Pikachu. 4 Jahre ist okay. Ja, Pokémon Kleidung. Detective Pikachu. Ja, Pokémon Diamant ist ja jetzt auch schon Ewigkeiten alt. Das wird Zeit für ein Remake. Wird auch langsamer Zeit. Was würde ich jetzt sagen? Ja, mein Kanal ist auch schon 5 Jahre alt. Die Zeit vergeht. Quasi 5 Jahre alt. Komm, lass mir denn. Morgen ist der 27.02. Quasi 5 Jahre alt. Das ist. Keine Erbsenzähler hier. Ich habe den Comic zu Detective Pikachu, der ist ganz okay. Ich habe den Film zu Detective Pikachu. Ja, der ist ganz okay. Eigentlich sehr gut. Ich fand den Detective Pikachu-Film sehr schön. Gestern geguckt. Gestern Detective Pikachu wieder geguckt. Habe ich auf Blu-ray im Regal. Glaubt er nicht? Detective Pikachu. Ach, das Pokémon-Spiel mit dem, wo dann, das habt, hast du das mitbekommen, Modi? Das gab's so ein Pokémon-Spiel, wo was du für die Zahnpasta gespielt hast. Der Pokémon Smile, da hast du die Zähne mit geputzt. Da gab es eine App, da hast du dir das Pokémon-Zahn-Bashing-Game, Zähneputzen-Spiel für Kinder. Ja, es gab auch manchen Schrott für Pokémon. Pokémon Virtual Reality? Das habe ich auch verpasst. Pokémon Smile, das kam schon raus. Ich frage für einen Freund. Ja, das kam schon raus. Es gibt schon. Wird ja hier aufgelistet. Gibt's schon. Pokémon Schwert und Schild, ja. Wir kennen's. Der Pokémon ist eine geile Sache.
gibt alles Mögliche, Kunst. Dann gibt es auch dieses Thomas, da gibt es Kleidung von, ist ja ein weltbekanntes Franchise, da gibt's alles von Kuchen, von jetzt alles. Ein Flugzeug, eine Bahn, die aussieht wie Pokémon. Hey, Pokémon Smile kam übrigens raus, warst du noch hyped drauf? Okay. Ich war hyped auf Pokémon Smile. Wann, wie, wo? Da musst du mich mit wem verwechseln. All possibilities in your hand. Ah ja, da gab es ja auch den Controller, den hier für Pokémon Go, und dann konnte man den angeblich auch mit Let's Go Evoli verbinden. Den hat mein Vater, diesen Controller, den mit Pokémon Joy-Con. Pokémon 25 Jahre. Ja, herzlichen Glückwunsch, Pokémon. Der Controller war so shit. Ich hab den nicht, mein Vater hat den sich gekauft für Pokémon Go, damit konntest du irgendwie. Der hat den nicht als Controller benutzt, den konntest du irgendwie, um ein Pokémon drin zu speichern und das damit irgendwie. Nee, da war ein Pokémon drauf. Ich glaube, da war Meltan drauf auf diesem Ding. Das halt irgendwie. Irgendeine Funktion hatte das für Pokémon Go. Und du konntest damit ein Pokémon bekommen, den du gekauft hast für Pokémon Go. Ich weiß es nicht. Irgendein Futter hatte der für Pokémon Go. Hello everyone. Jetzt geht's erstmal richtig los. Jetzt fängt's an. Hat mal Rückblick, jetzt geht's los. Ich hab ihn auch, don't ask. Ja. Ishihara from the Pokemon Company. February 27th is the date Pokemon Red and Pokemon Green were released in Japan, marking the beginning of the Pokemon series. An astounding 25 years have passed since the Pokemon series was born. We've shared so much with you over the past 25 years, through our games, but also through so many other mediums, thanks to the support you've all shown us. Das ist voll asynchron, das Video. Der spricht auch nicht Englisch. gerade mal so. Thank you. Ein kleiner Gag. Das ist eine Synchronisation. Mr. Utsunomiya will introduce our latest updates. Hello there. My name is Utsunomiya from the Pokemon Company. First, I'd like to give you the latest update on the new Pokemon Snap game. We've put together a video that will show you some of the gameplay. Please have a look. Na, Nintendo Switch. New Pokemon Snap. Ach, das ist jetzt Video-Footage, Video-Gameplay aus New Pokemon Snap. Modi schickt ein Smiley. Schick mehr Smileys, Smiley-Regen, New Pokémon Snap, Smiley-Spam. Das werde ich spielen, da freue ich mich wahnsinnig drauf. Juhu, ich bin hyped. Hype in den Chat. Muss ich selbst machen, die machen Modi für mich. Yay, New Pokémon Snap. This is the Lentil region. You'll ride the Neo spielen. Through the jungle. Across the desert and even under the sea. Das sieht so geil aus. In their natural habitats. Schon die zwei Bilder, die ich hier sehe, das sind die zwei. And of course, you won't be alone. Ich werde das sowas von spielen. Auf der Switch. And research team members. Da bin ich sowas von dabei. Are there to support you. So you're in good hands. Now then, let's get that research started. By watching wild Pokemon, you can discover behaviors and expressions that are rarely seen. Look, a surfing Alolan Raichu. And there's Vaporeon. Let's try throwing it a fluff fruit. That's it. Now's our chance. Oh, it's Tyranitar. Ja, brauchen wir nicht drüber zu reden. Das wird so geil. Das wird so gut. Für ein bestimmtes Spiel werde ich sogar mir eine Switch zulegen, Mario Golf.
Das habe ich schon gesehen. Mario Golf werde ich auf jeden Fall nicht spielen. Das kannst du schon mal, das können wir schon mal knicken. Aber Pokémon Snap werde ich spielen. Und dafür kannst du dir ohne Switch zulegen. Das kannst du dann auch auf der Switch spielen. Modi. Und Snap 2. Here's a park at night. Ich bin dabei. Let's try playing a melody. Oh, that sure made Hoot-Hoot happy. Pokémon fotografieren in dieser wunderschönen Landschaft. Ich werde das so. Es ist einfach. Das muss ich spielen. Ich freu mich drauf. Snap 1 spielst du aber gefälligst vorher. Gibt's das für die Switch? Wahrscheinlich nicht, oder? Also have Illumina Orbs, something the professor invented. If you use one of these, you can make any Pokemon glow. Whoa! Those flames changed color. Und die neuen haben sie auch, die neuen, also das ist ein Pokémon Snap 2, also ein New Pokémon Snap haben sie auch die neuen reingepackt. Tatsächlich doch, schau mal in den eShop nach. Können wir nachher mal gucken. Aber wahrscheinlich eher nicht, weil ich keinen Platz auf dem Kanal frei habe. Ich habe tatsächlich gerade 100 Projekte. Einige davon auf Eis gelegt, weil es da schon so knapp ist. Also eigentlich nicht. Im Stream wird sich's anbieten, aber ich kann mit der Switch nicht streamen. Das ist nicht machbar. Es sei denn, ich kriege mal endlich irgendwo eine Capture Card her. Wäre nichts in wär langsamer Zeit, aber ist mir immer noch nicht. Habe ich immer noch nicht gekauft. Bin ich immer noch nicht dazu gekommen. Shots that really stand out. Then show the photos you took to the professor. Oh, 4 stars. We captured a rare moment there. Catch a variety of different behaviors on camera to fill up your Pokemon photo decks. And there's more. You'll be able to edit the photos you've taken. Use features like stickers and frames to make your favorite photos even more special. Ja, oder nicht? And I'm sure you'll want to show up. Das sind auch solche Funktionen, die wird man fürs Let's Play einmal. Man ist auf dem Shop vom alten letzten Jeff. Aha, okay. Also das sind natürlich auch Funktionen, so mit Stickern drauf. Das wird man einmal fürs Let's Play machen, um es mal zu zeigen, aber ja. Off your best photos, right? We know that feeling well. When you want to do that, it's time to go online. You can Ach, share du your favorite photos. kannst die Fotos online teilen. Das ist geil. Das wird eine tolle Funktion sein. Das Fotos für Instagram. And check out photos from around the world. Es wird so viele Shitposts auf Twitter geben. Definitiv. And if your photo becomes popular, it might even be featured and get more attention. Ach, das gibt's so, da gibt's so ein, da gibt's ein internes Teilen-Format. Das gibt's, wie ihr seht, das ist ja hier unten mit dem Punkte verteilen. Das heißt, du kannst dein Freund, das läuft wahrscheinlich wieder auf Online. Genau, das wird die Online-Mitgliedschaft. Das hat wieder was mit der Online-Mitgliedschaft zu tun. Du wirst natürlich die Online-Mitgliedschaft für dieses Game brauchen, damit du das mit deinen Freunden teilen kannst, damit das übers Internet mit den. Das wird die Online. Du kannst das natürlich nicht genau. Du kannst natürlich Screenshots auch per Screenshot-Funktion in deinem Fotoordner sprechen und das dann über Twitter teilen, aber um das dann bewertet zu kriegen und da wird es wieder so eine komplett, so wie bei Mario Party wahrscheinlich, ich sehe schon darauf hinauslaufen, es wird der negative Punkt von dem Spiel schon sein. Es braucht wieder Online-Mitgliedschaft, damit du damit Bilder teilen kannst, damit du das, und dann gibt es so ein internes, das wird nicht auf Twitter geteilt, das wird nur intern. Und dann kannst du deine Freunde und so weiter, alle in deiner Freundesliste hast, kannst du dann da, können die dann deine Bilder hier beliken und so. Das wird schon wieder komplett lost. Ich sehe es schon kommen. Wieder eine unnütze Sache
für Mitglieder hier, für Online-Mitglieder. Ich sag's dir. Warte, da stand unten was dran. Pokémon Sharing ist in In-Game Featuring Nintendo Switch Online Membership. Genau! Required for online features not available in countries internet access. Genau, was ich sagte. Bestätigung im kleinen Text hier drunter, im kleinen gedruckten. Da brauchst du die Online-Mitgliedschaft dafür. Ich hab's gewusst. Wie kannst du nur teilen, wenn du eine Online-Mitgliedschaft hast? Online-Membership ist nur für In-Game-Social Media nötig. Ja. Da wird es wieder so eine Teilenfunktion, komplett wie oder Teilenfunktion geben. Komplett unnötig. Ich habe eine Online-Mitgliedschaft mit Nintendo bei der Switch, aber ja. Trotzdem, es ist wirklich, ja, ich habe es für Mario Kart, habe ich es für Mario Kart 8 Deluxe und für Animal Crossing habe ich es mir jetzt nochmal verlängert, die Online-Mitgliedschaft, damit ich da auf andere Inseln drauf kann. Das ist halt schon praktisch. Is waiting for you. 30.04.2021. Okay, 30. April. Das dauert gar nicht mehr so lange. Können wir April auf dem Kanal spielen. Mal Pokémon Snap. Pokémon New Pokémon Snap auf dem Kanal spielen. Also im Mai. 30.04. Das ist dann im Mai. Gibt es dann das auf meinem Kanal. Ja, schön. What did you think? I hope you're looking forward to the game's release on April 30th. Next, I'd like to tell you about several events we're holding to celebrate Pokémon Day. In the Pokémon Sword... Habe ich schon in der Musik erkannt, Pokémon Schwert und Schild. Da gibt es das neue Dynamics für Events, was du halt... Dafür werden wir nicht nochmal Pokémon Schwert anspielen. Ich habe nicht mal die DLCs gespielt, also ja. Max Raid Battles featuring Gigantamax Pikachu are underway. Was kannst du damit machen? Du kriegst ein neues Pikachu oder was? So ein dickes Pikachu kriegst du jetzt für als extra auf dem. Ja, Pokémon Kaffee Mix, das habe ich mal kurz privat angespielt. Ja, hübsch, aber. Habe ich nicht mal für nötig gehalten, das für. Ich hielt es nicht für nötig, das auf meinem Kanal als Test zu bringen. Das ist, ja, ist kostenlos, aber, ja, so viel Spaß macht es auch nicht. Articuno, Zapdos, Moltres and even Mewtwo are appearing in Legendary Raid Battles as part of a Kanto-themed celebration event. Schön. In Pokémon Masters EX, ja, es gibt jetzt überall für jedes Spiel, was aktuell am Laufen ist, wo so aktuell Online-Funktionen haben, wird jetzt irgendwie noch ein spezielles Event kommen zu Pokémon 25, zu 25 Jahren Pokémon, ja, immer so eine kleine Event-Sache. Schwert und Schild hat so einen wiedererkennbaren Soundtrack, keinen guten. Ja. Welches Spiel hat denn den besten Pokémon-Soundtrack? Was meinst du, Mordi? Also ich finde... Also Pokémon Y hat schon einen geilen Soundtrack. Pokémon Y finde ich schon nicht schlecht. Ansonsten Diamant und Perl bin ich vielleicht auch ein bisschen dran gebunden, weil es so ein bisschen romantische Kindheitsgefühle, aber ja, Let's Go war ziemlich gut. Ja, Let's Go. Na gut, das war halt Remake, das war halt Kanto Remake, das war halt die Kanto aufpolierte. Die Lavandia-Musik von Let's Go finde ich super, die haben es so sehr gut aufpoliert. Aber ansonsten, also Pokémon Y finde ich schon Hammer von denen. Die Musik ist von denen schon ordentlich. Pokémon Schwert ist wirklich ein bisschen schwach, die Musik. We hope you'll enjoy these events. Ja. Next, I'd like to present the latest news about the Pokémon Video Game Series. Have a look at this video.
Jetzt kommt Pokémon Sinnoh Remake, oder? Sinnoh Remake. Oh ja! 2019 Pokémon Let's Go Eevee, Pokémon 16, Pokémon Sonne, Ultrasonne und Ultramond, Pokémon Y, 2011 Pokémon Schwarz und Weiß, 2007. Na, was wohl? Pokémon Platin, Diamant und Pearl. Ich werde sentimental. Die Musik. Ich werde sentimental. Die Musik ist geil. Kindheit. Das war geil. Experience to brilliance once more. Nice. In so kleinen Stibi-Dingens, in so kleinen roter, kleinen winzigen. Es ist schon das erste Bild hier. Ich bin begeistert. Ich habe es, wie gesagt, auf Twitter schon gesehen. Nicht auf Twitch, auf Twitch sehe ich es jetzt. Auf Twitter schon gesehen. Aber die einzelnen Bilder sehe ich jetzt zum ersten Mal. Ach, schon hier das erste Bild. Hier schon der Charakter hier, das ist ja mal geil. Das haben sie in so einen kleinen, ich glaube Chibi-Figuren heißt das in den Filmen, so alles auf 3D und das haben sie toll gemacht. Genial. Also das ist schon eine Switch hier, natürlich die neueste Spielkonsole immer auf dem Fernseher hier, ihr kennt ja die ganze Sache, wie das hier beginnt. Es beginnt ja im Fernsehen und kommt das raus. Da werden wir wahrscheinlich auch so eine Szene haben zu Beginn, wie bei dem Remake von Pokémon dritte Generation, bei Pokémon Omega, Rubin und Alpha Saphir. Das beginnt ja auch so, wo das erstmal anfängt in dem kleinen Kasten. Das ist ja, was da so alte Grafiken und denkst, das ist das Remake, ja, okay, aber dann swipe das raus aus dem alten Ding und siehst das neue Ding. Okay, so klein, die haben sich für so kleine Chibi-Figuren hier entschieden im Spiel. Nur ein Laptop hier öffnen. So kennt man das. Das ist der kleine Raum. Hier müsste das Bett stehen. Wenn mich alles täuscht. Ja, hier ist das Bett. Das Bett vom unsere Wohnung in Pokémon Diamant und Pearl. Das war echt nicht schlecht. Und der Anfang statt. Und hier das, wie heißt das? Ich muss mal Pokémon Diamant wieder spielen. Habe ich sogar mal wieder angefangen, privat. Schaffe ich vorher nicht, vor dem Release wahrscheinlich. Ich weiß das Release noch nicht, aber die Clowns waren ja auch spitze in der Szene. Jubelstadt hieß das, glaube ich. Hier die Auen von Flori. Oh, sehr schön. Die ersten Kampfanimationen. Auch sehr schön. Alles so ein bisschen glatt gestrichen. Das ist so ein bisschen, ja. Ich weiß nicht, ob mir das gefallen wird. Alles ein bisschen geglättet. Blank poliert. Ohne Ecken und Kanten. Rums. Das war immer das Geld. Der Rival in Pokémon Diamant ist auch der Beste. Rums. Ach ja, sehr schön. Hier die ersten Szenen, hier die erste Szene im hohen Gras. Hier ist die erste Szene, wo wir das erste Mal auf den Professor treffen. Rums. Der mit seinem Rums, das war das erste Mal hier, wo dann hier das mit den Stahllilies, wo ich dann auf dich zugeflogen komme und dich dann Gras umwählen und du im Kampf dann dein erstes Pokémon wählen musst. Ich freue mich schon so drauf, ich werde das Spiel verstehen. Ich freue mich prima drauf. Links Awakening, Tiefen und Schärfe fehlt, sonst ist die Grafik on point. Ja, Links Awakening, stimmt, da man mich so ein bisschen. Hat so ein bisschen was von Links Awakening. Was wir auch mal weiterspielen müssen auf dem Kanal. Das Drifton am Werk ist auch mal herrliche Erinnerung aus dem Spiel. Kindheitserinnerungen. Ich weiß aber nicht, ob mir die Charaktere so gefallen wollen. Ja, die waren so damals
Die wurden ja nach klein geschrumpft im Startmenü. Untergrund. Untergrund kommt zurück mit Online-Mitgliedschaft. Untergrund. Das wird der Hammer. Modi, du musst dir auch Pokémon Diamant Remake kaufen. Wir müssen beide gemeinsam im Untergrund gehen und uns dort treffen. Das ist im Untergrund die Basen bauen uns. Das war so geil. Es ist Driftlon, der alte Kindesentführer. Ja, Driftlon. War auch nervig. Immer nur am Freitag. Wir müssen uns mal ein Pokémon, das ist obligatorisch, das ist Pflicht. Molly, du musst dir dann auch das Pokémon für die Generation Make. Wir müssen uns im Untergrund treffen. Es wird per Online-Mitgliedschaft funktionieren. Wir wissen weit, dass ich das tun werde. Wir werden uns im Untergrund treffen. Der Untergrund, ich freue mich. Wir werden das tun. Wir werden uns im Untergrund 40 Spielstunden im Untergrund verbringen und unsere Basen ausräumen. Das ist einfach. Der Untergrund, guck mal, das war die geilste Funktion im Spiel. Das war die 100% die geilste Funktion im Spiel, dass du in den Untergrund gehen konntest und dort dich mit Freunden treffen konntest. Damals noch über Infrarot, aber das wird wahrscheinlich jetzt über Online-Mitgliedschaft funktionieren. Das werden wir definitiv machen, Modi. Guck mal, Brilliant Diamond. Und Pokémon Shining Pearl. Ich werde mir natürlich Pokémon Brilliant Diamond. Wie hieß das? Ich werde natürlich Pokémon Brilliant Diamond kaufen. Kaufst du dir Pokémon Pearl? Dann spielen wir es gemeinsam. Moment, haben die Kampfanimation verbessert? Bitte was? Ich habe Pokémon Diamant im Schrank stehen. Allein schon deswegen werde ich mir einen Diamant kaufen. Und allein schon wegen Dialga. Dialga, was man da fangen kann. Weg mit Palkia. Ich werde mir Dialga in Pokémon Diamant Remake holen. Zeit über Raum. Ich nehme doch nicht die fette teleportierte Echse. Du nimmst auch Diamant. Ja, egal. Weg mit Pearl. Releasing Worldwide Late 2021. Du hast gesagt, es steht ein Release-Date fest. Ne, Late 2021, wahrscheinlich zum Weihnachtsgeschäft. Das wird Weihnachtsgeschäft 2021. Aber jetzt ist es endlich klar. Platin wäre natürlich perfekt. Ja, gut, wir haben jetzt erstmal Pokémon Diamant und Pearl Remake. Heute ist ein Festtag, Modi. Heute ist ein Festtag. Ist immer das Weihnachtsgeschäft. Er ist einfach, heute ist Feiertag. Das ist Hashtag Pokémon Brilliant Diamond und Pokémon Shining Pearl. Nice. Ich hab's dir gesagt. Ich hab's Anfang des Jahres, wir haben eine Podcast-Folge dazu gemacht. Ich hab's dir gesagt, in der Podcast-Folge ist es zu hören. Da wusste ich's noch nicht. Da habe ich gesagt, Pokémon Diamant und Pearl dieses Jahr kommt raus. Du hast damals gesagt, nee, kommt nicht raus. Und überhaupt ist nicht das Gegenteil. Das ist öffentlich in der Podcast-Folge. Das wissen wir alle. Das haben wir alle gehört. Das ist alles im Videoformat zu sehen. Das können wir nachweisen. Du hast gesagt, nee, das glaubst du nicht, dass die ein Remake machen. Die machen irgendwas anderes. Die Präsentation ist noch nicht vorbei. Kommt noch was Geileres. Kommt noch Platin raus. Oder was? Also geht noch ein bisschen. Nicht spoilern, nicht gucken. Ich hab's prophezeit. Schon vor diesem Jahr, ich wusste es schon vorher. War klar, dass die das dieses Jahr rausbringen. Und ich freue mich. Ich hatte recht. Nur deswegen ist das cool. Es kommt noch etwas. Das Geister hatten wir auf jeden Fall schon. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Ein Traum wird wahr. Kann ja nicht mehr besser werden. But another story awaits.
Was soll denn da noch besser werden? Pokémon Series enters a new area. Era, nicht Area. This is a tale from a long, long time ago. Aha. When the Sinnoh region was still only a vast wilderness. A certain village bustled with the comings and goings of people. Okay. While in the mountains and seas, was ist das? Pokémon roamed as they pleased. Sieht schön aus, aber was ist das? Der Kraterberg. Pokémon Ranger oder was? Game Footage ist not final. Ich hoffe es. allein hier schon die. Man muss das mal anschauen. Es ist hier. Warte mal, guck mal, hier, es ist hier das Bild blendet. Das Bild blendet. Die Wahnsinnigen haben es getan. Sie haben es wirklich getan. Pokémon Breath of the Wild Jungle. Wirklich? Das Pokémon Park oder so. Oder was? Ich hab Haare im Mund. Mit besseren Bäumen oder was? Da sind die Bäume so schlecht wie ein Schwert und Schild. Dann wird es wieder einen Shitstorm wegen den Bäumen geben. Mein Bart. Ich habe meinen Bart in den Mund bekommen. Ein Pokémon Open World Spiel. Pokémon Rangers oder wie? Kommt mir komplett unbekannt vor. Ist ein neues Game? Was kommt denn neues? Oder ist das ein Remake zu irgendwas? Was kommt denn neues? Oder ist das wieder eine Neuaufsetzung? Mhm. Zeig den Titel. Kein Titel? Ich habe immer gesagt, wenn sie ein echtes Pokémon Open World RPG rausbringen, muss ich eine Switch kaufen. Neue Pokémon IP. Gibt noch keinen Titel für oder was? Ich habe noch keinen Titel gesehen. Arceus. Der gehört aber in Pokémon Diamant rein. Der gehört mit nach Diamant. Der muss in Pokémon Diamant fangbar sein. Das gab es ja in Pokémon Diamant schon, da konntest du aber nur über einen Cheat rüber rein und so. Pokémon Legends. Pokémon Legends, ah ja, hier steht's. Arceus. Oder Arceus. Releasing worldwide in early 2022. Okay. Ja. Sieht nach was aus, was ich nicht spielen werde. Aber Arceus, Arceus gehört mit in. Es gehört mit in Pokémon Diamant. Das kommt man in. Oder war es in Pokémon Platin? In einem der vierten Generationsspiele konnte man den oben auf dem Kraterberg, wenn er dort auf die. Wenn er ein Cheat, das konntest du nur, weil es ein Event war, konntest du es nur dann später per Cheat freischalten, konntest du dann da oben auf so eine Luftplattform hoch und dann durst das dort fangen. Das ist. Arceus gehört mit ins Diamant Remake. Das will ich da mal sehen. Unbedingt. Erwarte ich aber. Es muss dort fangbar sein. I'm pleased to announce two new additions to the Pokémon video game series, both taking place in the Sinnoh region. First, I'd like to present the Pokémon Brilliant Diamond and Pokémon Shining Pearl games. These are Danke Pokémon. Danke Nintendo. Which were released for the Nintendo. Wir haben es die ganze Zeit gewusst, dass die daran arbeiten. Wir haben es die ganze Zeit gewusst, dass die insgeheim an der vierten Generation Remake arbeiten. Das ist. Wir haben es gewusst. Jo. Jetzt ist es veröffentlicht. Arceus ist verdammt nochmal Gott. Es ist der einzige würdige Umgang mit legendären Göttern. Eine eigene Story nicht fangbar. In Pokémon Diamant war es fangbar. Das müssen sie jetzt, das muss in Pokémon Diamant mit rein. In die Remakes. 15 years ago. Noch mehr Footage von Pokémon Brilliant Diamond und Shining Pearl.
freue mich. Pokémon Brilliant Diamond und Pokémon Shining Pearl Games. Remakes of the Pokémon Diamond Version and Pokémon Pearl Version games, which were released for the Nintendo DS system, are coming to Nintendo Switch. These games will be developed by Ilka Inc., who also worked on Pokémon Home. The project is being directed by Yuichi Ueda of Ilka, as well as Game Freak's Junichi Masuda, who was the director for the original Pokémon Diamond. Ich glaub's, ihr werdet's mir nicht glauben, aber ich muss gerade wirklich aufpassen. Ich muss mich gerade zusammenreißen, nicht loszuhören. Es ist halt wirklich Pokémon Diamant und Pearl Remake, das ist halt einfach. Ich habe schon vorhin auf Twitter fast gehört, als ich das gesehen habe, es ist einfach ein Kindheitstraum wird wahr. ein Stück Kindheitsdruck. Es ist halt, andere werden sagen, bei mir ist es Pokémon erste Generation oder Pokémon zweite Generation. Bei mir ist halt Diamant und Pearl, das war mein erstes Pokémon-Spiel, das war mein erstes Eintauchen in die Welt der Pokémon. Das ist einfach, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das hier gerade kickt. Hoffe, sie machen dasselbe noch für Giratina und Regis und Mewtwo etc. Das wäre so gut. Na, die Regis und Giratina werden sie wahrscheinlich nicht mit in Darkrai müssen sie. Der Darkrai ist auch eine Sache, die mit ins so viele legendäre Pokémon und Pokémon Diamant. Vielleicht kann man die alle in Pokémon Diamant fangen. Das ist halt Giratina wahrscheinlich nicht, weil das ist Pokémon Platin gewesen. Vielleicht machen sie es auch, aber hier Mewtwo war Pokémon 1, das packen sie nicht rein. Mewtwo war in Pokémon Let's Go drin. Aber hier Darkrai, der war ja in deinen Hütte zu fangen. Der war ein Pokémon Diamant in dem Wald, in der einen Hütte dort zu kriegen. Auch nur per Event, aber das kann ja sein, dass das jetzt alles. Und die Regis, ja, die kann man. Darkrai ist in der Lore und in Anime mehr oder weniger der Pokémon Batman. Verdient ein eigenes Spiel. Das auch. Aber dann können sie es vielleicht auch noch mit. Können ja zusätzlich noch ein eigenes Spiel machen. Können ja trotzdem mit rein ins Remakes. Version and Pokémon Pro Version Games. Es ist so geil. Your adventure will take place in the Sinnoh region. Rich in nature and with towering Mount Coronet at its heart, it is a land of many myths passed down through the ages. Ich kann das Spiel eigentlich doch nicht spielen. Ich kann das nicht auf meinem Kanal auf das Switch bringen. Ich werde beim ersten Part so heulen. Mir werden die Tränen laufen, wenn ich das erstmal starte. Um Let's Play, Es ist einfach. Es ist einfach so, es ist. Klingt komisch, aber es ist halt. Es ist ein Stück Kindheit, es ist ein Stück Vergangenheit, was zurückkommt, was. Ja. Ja, die Events sollen sowas von die Remakes, Darkrai, Arceus, Celebi, Shaman und so weiter. Es waren so viele. So gute. Scale of the original games, towns and roots, schon die Musik hier, es ist schon die Musik bringt mich ja schon die Musik im Hintergrund bringt mich schon so zum Heulen hier. Der Soundtrack. You'll set out on your journey after choosing either Turtwig, Chimchar or. Ihr wisst, welchen Starter ich nehme. As your first partner Pokémon in the. Mein erstes Starter-Pokémon. Ihr wisst, welches es ist. Unnötig ist zu sagen. And Pokémon Pearl Version. Newcomers and previous visitors to the Sinnoh region alike can look forward to experiencing the original Pokémon Diamond and Pokémon Pearl. Wer meine Pokémon Let's Plays geguckt hat, der weiß, was ich nehme. Das ist Panflam, Panferno ist Perfection. Wer meine Pokémon Let's Plays geguckt haben, ist, welchen Typ ich immer nehme und welches. Ich nehme diesen Typ auch immer bei allen Generationen, weil das ein Diamant mein erstes. Es war mein erster Starter. Mein erster Starter war.
Panflam, Panferno. Das ist, ja, brauchen wir nicht drüber zu reden. Freshly recreated for Nintendo Switch. Der Untergrund, wie schon gesagt, der Untergrund wird so legendär. Nee, ich war Panflam. Tatsächlich Panflam. Das weiß man doch, Modi. What did you think? Pokémon Brilliant Diamond and Pokémon Was ich denke. Launched simultaneously around the world late this year. Ich muss mir late zum Weihnachtsgeschäft 2021. Ich muss mich gerade wirklich zusammenreißen, hier nicht vor der Kamera im Stream loszuheulen. Es ist. Ihr wisst es nicht. Das ist was Emotionales für mich. Das ist was tief Emotionales bei mir. Das ist. Ich freue mich so drauf. Next, allow me to introduce you to Pokémon Legends. Endlich, das gibt Klicks. Pokémon Legends Arceus represents a new approach for the Pokémon video game series. Development is in full swing at Game Freak with the aim to deliver. Ich höre dann im ersten Part von Let's Play Pokémon Brilliant Diamond auf meinem Kanal. Brilliant Diamant. Bei mir auf dem Kanal. Da höre ich dann Rotz und Wasser. Da habe ich dann Taschentücher daneben stehen. Damit ich dann. Da werde ich dann schon bei der ersten Eröffnungsmusik, da werde ich dann sowas von. Ich werde weg sein. Der Part geht 5 Minuten. Ich kann nicht mehr nach 5 Minuten nach dem Opening. For a gaming experience that breaks new ground for the Pokémon series. Please have a look at this video. Kommt noch was? Das kennen wir schon. The events of this game unfold in the Sinnoh of old. In this time too, Mount Coronet towers over the center of the region. Pokémon live freely in the wild here, but the harsh environments may be different from the Sinnoh region you remember. In this era, people have journeyed to Sinnoh from all over and founded a prosperous village in the hope of learning more about this land. As for these three Pokémon, Rowlet, Cyndaquil, and Oshawott, Issei were brought to Sinnoh by a certain professor who encountered them while traveling. Wie nach Sinnoh, aber in dem Legends-Spiel hier, nicht in. Es packt mir bitte keine siebte Generations Pokémon in die Remakes, in die vierte Generation des Remakes rein. Kein Bautz in Pokémon Diamant Remake. Wehe euch. Weg damit. Das ist keine siebte Generation des Pokémon. Nein. Nein. Einfach nein. Das macht er nicht. You'll set off on your adventure after receiving a first partner Pokémon of your own from this professor. Ich will kein Meltan in Pokémon Diamant sehen. Ich meine, Legends sieht scheiße aus und hat furchtbare FPS, aber es wird so gut werden, da bin ich sicher. Ja, vielleicht verbessern sie das noch ein bisschen. You'll venture out to the different corners. Kommt erst nächstes Jahr. On your quest to create Sinnoh's very first Pokédex. Even in this era, obwohl, ich glaube nicht. Wenn sie die Trailer zeigen, wird es da nicht mehr so viel zu machen sein. Das hatten wir schon bei Pokémon Schwert und Schild die Debatte, als da die ersten Trailer gezeigt wurden, da sich wegen der Naturzone und wegen den Bäumen beschwert wurde. Und bei dem Footage Switch Pro maybe. Es kann sein. Ja, es ist, also wie schon bei Pokémon Schwert und Schild gesehen, also wenn wir jetzt hier schon einen Trainer sehen, da wird es nicht mehr viel dran ändern. Also, die Grafik wird nicht mehr besser. Die werden sie ein bisschen aufpolieren, aber also wenn die jetzt scheiße aussieht, wird die nicht mehr gut aussehen. Die wird nicht gut. Die wird vielleicht halb so scheiße. You can also engage in Pokémon battles alongside your Pokémon allies.
Sharpen your skills for both catching and battling Pokémon and strive to complete your Pokédex. Ja, absolut nicht meins. Wie gesagt, Open World Mario. Now for the mythical Pokémon that grace Pokémon Open World Pokémon. Nicht meins. The game's title and story. Arceus. Aber im Modi könnt ihr das sehen. Legend, Arceus shaped all there is in this world. Vielleicht, wenn das irgendwann mal hochlädt, wenn mal irgendwann dazu kommt, irgendwelche Videos auf seinem Kanal hochzuladen. Wenn er mal was macht. But how is this Pokémon connected to your journey? The answer to this question and more awaits you in this exciting new action RPG adventure for the Nintendo Switch system. Normaler schafft es ja ganz offensichtlich nicht gut. Das wirkt wie die Cyberpunk-Sache auf dem PS4 und für mich ein klarer Hinweis auf Switch Pro. Ja, das ist ja auch schon abzusehen. Nächste Pokémon, die nächste Switch wird kommen. Das haben sie halt jetzt noch auf die Switch gepresst. Sollte eigentlich für Switch Pro entwickelt werden. Das gab es ja schon. Das ist immer ein deutliches Anzeichen dafür, dass eine neue Konsole kommt. Das ist immer schon. Das haben wir bei Pokémon Sonne und Mond schon gesehen. Da haben sie das war das letzte Pokémon-Spiel, was sie auf die 3DS drauf gepresst haben. Das wollten sie eigentlich schon für die Switch machen. Das hat man auch gesehen, das hat nicht auf den 3DS drauf gepasst. Deshalb gab es da mal so Schwierigkeiten an Pokémon Sonne und Mond. Das hat nicht drauf gepasst, weil es für die Switch gedacht war. Aber dann haben sie mit der Switch noch ein bisschen gewartet und deswegen kam das noch auf den 3DS mit drauf. Deshalb hat es da noch ein bisschen. Gab es da Schwierigkeiten bei Pokémon 7. Generation. Das war auch schon klarer. Ja, da kannst du von ausgehen, Modi. Läuft ja oft so. Jo, hier habt ihr die neue Hardware oder die Trailer dürfen aber noch nicht mit den neuen gedreht werden, okay? Ja, es ist wahrscheinlich auf dem Pro-Prototyp gemacht worden, gedreht worden, aber sie haben es halt noch nicht gezeigt. Oder nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich auch das nicht. Pokémon Legends Arceus will launch simultaneously around the world early next year. Und Mitte 2022 oder zum Weihnachtsgeschäft 2020 kommt dann die Pro raus. Das werden so November, Dezember 2022 kommt dann die Switch Pro. Ja. Anfang des Jahres das Spiel und dann vermutlich nicht, aber andererseits, es ist Game Freak. Modi. Ich hatte bei Pokémon Diamant und Diamant Remake recht. Ich hatte recht. Willst du nicht nochmal mit mir anlegen? Willst du nochmal im Unrecht sein? Sagst du Ende 2022 die Pro? Pokémon Shining Pearl, as well as the Pokémon Video Game Series New Journey, Pokémon Legends Arceus. As Pokémon celebrates 25 years, we will continue to challenge ourselves and deliver new ways for everyone to enjoy Pokémon even more. Thank you very much for watching. Ja. Sehr schön. Ja, ich freue mich drauf. Schön, was mir hier so vorgeschlagen wird. Schön, was mir hier so für Videos vorgeschlagen werden in den ich freue mich auf Pokémon Diamant und Pearl Remakes. Das werde ich spielen auf meinem Kanal, da freue ich mich drauf. Pro kommt safe, das merkt man total. Oder halt die nächste Konsole, Nintendo Hebel oder so. Und die Pokémon Switch hieß ja auch erstmal DX. Die haben sie ja auch erstmal, der Prototyp hieß erstmal ja auch DX. Die haben sie dann später erst dann Switch umgenannt. Und wurde dann nicht sogar als DX erstmal beworben und dann sogar später noch, ja. Ja,
NX, ja, NX. Pokémon nix. Pokémon ja nicht. Ja, würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen. Ich habe mir die Pokémon Präsenz zum Pokémon 25. Ja, war aber zu sehen, dass die Schwert und Schild Remakes zum 25. Jubiläum rausbringen. Das ist schon toll. Also, wie gesagt, heute ist ein Feiertag. Heute können wir feiern. Ich habe nur Wasser hier. Prost auf euch. Ein Stück Wasser hier. Ja, glaube ich, nach oben, lasst ein Abo da, Blog aktivieren, schaut auf Twitch vorbei und habt einen tollen Tag. Grüße gehen raus an YouTube. Ja, freut euch schon auf Pokémon. Erst kommt Pokémon Snap und dann zum Weihnachtsgeschäft. Dann wahrscheinlich Pokémon Diamant und Pearl Remakes. Ich freue mich. Ich hoffe, ihr auch. Juti! Na dann.